10 nach 7 und 19 Grad in Modesto. Und wir haben eine geschlossene Wolkendecke, zumindest hier, wo wir wohnen. Am Horizont Richtung Süden ist blauer Himmel. Heute wird es wieder warm, aber nicht so warm. Also auf jeden Fall Pullover angesagt. Wie ich gerade gehört habe, ist in Frankreich hatten sie das neue All-Time-Temperatur-High. 44,3 Grad. Was natürlich ganz schön warm ist, aber hatten wir hier auch fast schon. So, zwei Flüge, mal vielleicht drei. Davon ein Intro-Flight, wo natürlich der keine Kohle reinkommt. Der Wayne ist auch da, parallel zu mir, und macht den Fotoflug mit dem Mark D. Das ist der, der während des Fluges immer so viel quatschen muss. Der ältere Herr. Nett, aber nervig. Ja. Egal. Freitag ist es und der Verkehr ist nicht so arg. Das ist auch der Grund, warum ich mir ein bisschen Zeit gelassen habe heute Morgen und wir bereits 12 Minuten nach 7 haben. Ich soll trotzdem schon bereits um 8.31 Uhr da sein, was natürlich sehr nice ist, nur 1 Stunde 20 Minuten. Aber ich mache die Erfahrung jetzt öfter in letzter Zeit, dass Freitage eigentlich gar nicht so schlecht sind, zumindest auf dem Weg in die Bay am Morgen. Was ist denn für ein Problem, Mann, ey? Ja, wie man sehen kann, Wetter. Ein bisschen unüblich, aber egal. Müde bin ich. 5 Stunden gepennt habe ich nur irgendwie. Ich bin aufgewacht um 5, konnte nicht mehr pennen. Jetzt bin ich natürlich müde. Super nervig, ey. Benzin in Ripon, wieder ein bisschen günstiger. Nur noch 3,39 Dollar, was immer noch viel ist, aber wieder ein bisschen weniger. Also sowas wie Mindestabstand bei 75 Meilen oder 125 km/h kenne ich nicht. Weniger als eine Autolänge haben die hier alle vor mir. Und die LKWs, sobald die nicht beladen sind, ich weiß nicht, was die für eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben, aber sobald die nicht beladen sind, fahren die alle in der mittleren Spur. Sowas wie ein schönes Rechtsfahrgebot gibt es hier scheinbar auch, aber interessiert die alle nicht. Also die LKWs alle in der mittleren Spur. Und die fahren auch 120, 130. Total krass. Also warum die hier alle in der mittleren Spur fahren, habe ich noch nie gerafft. Aber es gibt halt Honks, die fahren noch langsamer, aber nicht notwendigerweise in der ganz rechten Spur. Naja, hier kann ja jeder Honk LKW fahren. Natürlich brauchen die einen speziellen Führerschein, aber ja. Hier, der ist auch voll beladen, mittlere Spur. 125 km/h. Naja, ist mir egal. Hier am Horizont sieht man eventuell die Front. Geschlossene Wolkendecke heute mal in Modesto und klarer blauer Himmel, so wie es aussieht, in der Bay. Verkehrte Welt. Egal. Also der Motorradkurs war ja gestern ganz interessant, da gab es ja ein paar Informationen, da war ich fast von überrascht. Also nicht nur, dass Motorradfahren 38 Mal gefährlicher ist als Autofahren. Nee. Das war nicht das Überraschendste. Das Überraschendste war, dass man unter 15 Meilen pro Stunde ein ganz anderes Lenkverhalten an den Tag legt als über 15 Meilen. Also unter 15 Meilen ist hier Park, Gelände oder was weiß ich hier, Tankstelle. Und da lenkt man halt so, wie man denkt, man lenkt. Man lenkt halt das Lenkrad ein und bewegt sein Körpergewicht in die gegenüberliegende auf die gegenüberliegende Seite, wo man halt nicht hinlenkt. Über 15 Meilen lenkt man in die Richtung, wo man lenken will, indem man auf der Seite, wohin man lenken will, das Lenkrad nach vorne drückt. Also wie der es erklärt hat, macht das natürlich alles Sinn, aber ich dachte, das hat mit dem Körpergewicht hin und her zu tun, aber nein. Wenn man nach rechts lenken will, drückt man da
Fahrrad rechts nach vorne. Ja, die meisten von euch denken wahrscheinlich, ist ja klar. Aber für mich war das neu. Man hat so gelernt auf jeden Fall hier und da. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da fliegt ein Flugzeug ganz schön knapp über die Autobahn. Also entweder der muss den Wolken ausweichen und kann nicht höher fliegen, oder das ist einer dieser Polizei-Fixed-Wing-Typen. Aber der fliegt ganz schön tief. Hier ist gar kein Flughafen. Das ist so ein Spray-Pilot hier für die Felder. Kann auch sein. Aber sieht nicht so aus. Ein bisschen Stau haben wir dann doch, wenn man hier die schöne definierte Front sieht, obwohl ich dachte, wir hätten die bereits überquert oder wären bereits hinter der Front. Nee, jetzt zieht sie mal weiter zurück. Aber in der Bay muss es schon klar sein. Stau. The Binet Spaceport hat schon things out, obviously has to know. Die ganzen Hügel hier, direkt an der Autobahn angebrannt. Alles schwarz. Krass. Halb neun und ich bin bereits da. Kaum zu glauben. Wetter okay. Bisschen windig. Aber das ist okay. Hätte ich eine Stunde länger pennen können. Ich bin 10 Minuten zu spät los und bin eine halbe Stunde zu früh da am Freitag. Das muss ich mir auf jeden Fall merken, dann kann ich nämlich 20 Stunden länger pennen freitags. Aber es war auch ziemlich lucky mit dem Verkehr. Es war doch nicht so viel Verkehr, wie ich gedacht habe. Und jetzt habe ich noch gemütlich Zeit für meine Geschäfte am Morgen vor dem Flug. Sehr gut. Wayne ist wahrscheinlich auch schon da. Schon mal sehen. Wayne ist noch nicht da. Keiner da. Ein bisschen verwundert. 15 Grad haben wir es. Die Klimaanlage läuft. Ich friere. Oh, ist das kalt, Mann. Also wenn man sich an Hitze gewöhnt hat, dann ist 15 Grad schon fast super kalt. Naja, halbe Stunde habe ich jetzt Zeit für aufs Klo und so weiter. Mein Logbook kann ich mal auf den neuesten Stand bringen. Ich glaube, eine Seite muss ich noch nachholen. Boah, ey, jetzt haben wir bereits 20 nach 2. Meine offizielle Arbeitszeit war vorbei um 1 und mit dem Intro-Flight hätte ich eigentlich schon um 12 Uhr fertig sein können. Aber nein, der Typ, der hatte so viele Fragen und er hatte seinen Geburtstag heute und es war ein älterer Herr und bla. Oh. Und dann wollte er natürlich seinen Flug noch aufgenommen haben und dann wollte er noch das alles vom USB-Stick haben. Er hatte aber keinen USB-Stick, das heißt, er musste noch zu Tagen den USB-Stick kaufen, hier und da und dann bla 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 bla. Boah, war das nervig. Er hatte ja noch seine Frau dabei und Und dann kein Tipp, ne? Also, das geht mir dann besonders auf die Nerven. Ich über 3 Stunden verbringe ich mit dem, ja? Obwohl er eigentlich nur eine Stunde verdient hat und obwohl ich eigentlich nur eine halbe Stunde bezahlt bekomme, verbringe ich 2,5 Stunden mit dem, ne? Und dann, ne? Also, der hätte mich zu Burger eingeladen, wenn ich gewollt hätte. Aber da habe ich gedacht, hör mal. Ich muss jetzt 2 bis 2,5 Stunden im Verkehr, da habe ich jetzt keinen Bock, noch einen Burger zu essen. Und dann nochmal eine Stunde oder eine halbe Stunde draufzupacken. Boah, der Verkehr ist schon, 23 Grad in Hayward, mein Auto ist allerdings wesentlich wärmer, weil das in der Sonne stand. Und in Modesto ist es natürlich über 25, 26, 28, keine Ahnung. Auf jeden Fall angenehm kühler, unter 30 Grad. Nichtsdestotrotz super angenervt, weil der erste Student, da gab es wieder einen kleinen, da war eine Schraube locker am Helikopter. Das heißt, ich bin nur 0,4 mit dem geflogen. Was 16 Dollar, 26 Dollar, 36 Dollar oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das war ein Tag für 50 Dollar minus tanken 25 Dollar. Das heißt, wenn ich gleich tanken gehe, was ich schon wieder muss, 40 Dollar, boom, ist schon wieder Minustag. Ja, morgen, übermorgen frei wegen Motorradkurs, kommt auch nichts rein. Fantastisch. Also, nächste Woche, 4 Tage frei, kommt auch nichts rein. Fantastisch. Und Miete ist schon wieder fertig nächste Woche. Mann, ey.
alles auf den Sack. Gib mir auf den Geist. Fetter werde ich auch. Weißt du, gib mir auch auf den Geist. Naja, jetzt ist 2,5 Stunden Stau durchstehen erstmal angesagt. Ich soll zu Hause sein um 4:20. 2 Stunden soll ich brauchen. Von der Stelle. Ich bin ja schon in 10 Minuten unterwegs. Und wahrscheinlich wird es noch schlimmer. Denn Freitagnachmittag, ne? Boah. Naja, was soll ich machen? Muss gemacht werden, ne? Ich will ja nach Hause. Ich kann ja jetzt hier nicht weiter. 1 Stunde oder abgesagt. Weißt du, der dritte? Also, ich bin 0,9 geflogen hier und hab. Ich bin halt heute Morgen um 6 Uhr auf Achse. Bin ich um 4 Uhr zu Hause. Das sind 10 Stunden in West für, mehr als 10 Stunden West für weniger als 1 Stunde bezahlt. Fantastisch. Also, ne? Das ist der Alltag eines Helikopter-Flight Instructors. Ist einfach scheiße ohne Ende, ey. So, der letzte Typ, der Geburtstag hatte. Der ist sein ganzes Leben lang, oder fährt immer noch, Motorrad. Seit 30, 40, 50 Jahren, keine Ahnung. Und der hat mich jetzt endgültig confused, wie man denn bei höheren Geschwindigkeiten Motorrad lenkt. Also der meinte, man muss in die Richtung, wie man lenken will, das Lenkrad ziehen und auf der anderen Seite drücken. Das ist genau umgekehrt von dem, was ich gestern gelernt habe. Super weird. Na, ich werde es auf jeden Fall morgen ja wissen, weil ich es selber mache. Und die Praxis ist wahrscheinlich wesentlich einfacher als die Theorie. Gehe ich mal stark von aus. Ja, jetzt sollte ich eigentlich zu Hause sein, aber der Stau nahm natürlich zu. So, ich habe mich gerade entschieden, obwohl da vorne Ripprung ist und der Preis wieder um 2 Cent runtergegangen ist, nicht zu tanken und aus diesem Tag statt einem Minustag einen Plustag zu machen. Zwar nur $32 oder sowas, aber immerhin besser ein wenig Plus statt Minus. Und ich habe immer noch einen Vierteltank und mehr brauche ich heute und morgen nicht. Und ich hoffe, dass ich morgen Modesto genauso günstig tanken kann. Also in Downtown Modesto, wo der Kurs ist. Denn das ist, wie ich gestern schon erwähnt habe, die schlechteste Gegend. Und die schlechteste Gegend ist immer gut für einen günstigen Benzinpreis. Oh, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt abzufahren und zu tanken und dann wieder in den Stau und so weiter. Da bleibe ich einfach lieber im Stau und dann, ja, hoffe, ich bin vor 4:30 zu Hause, aber das wird auch knapp. Das wären dann schon wieder 2,5 Stunden. Nervig. Ja, in Modesto 29 Grad und bedeckt mit einer dünnen Wolkendecke. Das heißt, die Sonne scheint nicht, wird aber trotzdem ein Schatten. Also es ist breit. Was heißt denn breit? Grell. Mal sehen, ob die Liana das gebacken bekommen hat heute Morgen. Die musste ja nochmal T-Shirts und Druckauftrag geben und ein Banner und keine Ahnung. Aber das hat sie bestimmt hinbekommen. Da freue ich mich auf entspannen. Boah, mein Rücken irgendwie. Also diese komischen Massagekugeln, die auf diesem komischen Sitzmatten-Dingsbus drauf sind. Also nach einer Weile werden die unangenehm. Ich habe auch immer einen komischen Abdruck dann am Rücken und irgendwie, also ist das nicht mehr so angenehm, besonders wenn man nur ein T-Shirt trägt. Also wenn man noch ein Sweater oder ein Pullover drüber trägt, dann ist es okay. Aber nur ein T-Shirt, da drücken die Dinger ganz schön durch. 3,35 kostet hier das Benzin, wo ich jetzt nicht tanken gehe. Ich hoffe, ich kriege den gleichen Preis morgen. Also ja, weniger als $1 für den Liter, was für deutsche Verhältnisse wahrscheinlich eher günstig anhört. Hier im US-amerikanischen Vergleich, wie ich schon mal erwähnt, natürlich eher teuer. Ich hoffe, wenn die Preisreduzierung so weitergeht, dass wir bald mal wieder einen Benzin pro Gallonenpreis haben von unter $3. Das wäre äußerst angenehm und das würde ich auf jeden Fall sehr schnell im Geldbeutel bemerken.
nachdem ich jetzt so viel tanke und mehr oder weniger jeden zweiten Tag 25 Dollar reinpumpe. Nee, Quatsch, 40 Dollar reinpumpe pro Tag, 25 Dollar verfahre. Wenn ich jeden Tag arbeite. Im Durchschnitt. Ja. Ich muss die Klimaanlage anmachen. 29 Grad immer noch, aber irgendwie so drückend durch die Wolkendecke. Irgendwie schwül. Ich dachte, ich soll 4.34 Uhr zu Hause sein. Immer noch 17 Minuten für die letzten 9 Meilen. Oh Mann. Ja, ich hätte mit dem Typ nicht so lange quatschen sollen. Ich dachte, der gibt mir einen Tipp am Schluss, denn die hat so getuschelt mit seiner Frau. Ich dachte, ja, bleibst du mal nett. Und im Endeffekt meinte er dann nur, ja, ich hätte seine Frau die ganze Zeit mehr oder weniger überzeugen müssen, ob es ihm erlaubt sei, zurückzukommen, um mit dem Helikoptertraining fortzufahren. Und das habe ich wohl geschafft, also er wird auf jeden Fall zurückkommen. Denn das hat ihm Freude bereitet und bla bla. Das nützt mir allerdings nicht so viel. Also nützt mir im Endeffekt auch ein bisschen was, ein Student mehr, aber... hat sich ein bisschen mehr erwartet. Aber ist ein netter Mensch. Na. So, ich habe mir gerade ein Video angeguckt, was ich heute aufgenommen habe, von dem Intro-Flight mit dem Geburtstagskind. Und das Radio, also die Funkanlage, die ist wirklich crunchy. Und wir hatten auch einige Probleme am Anfang, weil er hat sein eigenes Headset mitgebracht und das sollte einfach nicht funktionieren. Also es ist jetzt kein super optimales Video, aber gut, ich lade es trotzdem mal hoch. Naja, die Lehne zum Essen gerufen und heute gibt's Lasagne. Und der erste optische Eindruck, gar nicht so schlecht. Also, Lasagne-Time. Um 10 vor 7. Also perfektes Timing. Und Hunger habe ich auch, obwohl ich ein bisschen Eis gegessen habe. Also, Essenstime, Dinnertime. Lasagne war super lecker, Dusche war geil, Jan ist den Sonnenuntergang fotografieren und draußen wird es schon bereits kühl, um kurz vor 9 oder so. Also so, gut. Jetzt gucke ich mir einen Film an, entweder Shaft oder The Daughters, The Wolf's Daughter oder sowas. Ein Video lade ich gerade hoch, aber das dauert. Ja. Leichte Rückenschmerzen habe ich. Das, was dieses Kissen im Auto, dieses Back-Unterstützungsding, eigentlich verhindern sollte, das ist heute zum ersten Mal wieder aufgetreten. Ganz komisch. Aber gut. Ich hoffe, morgen ist es vorbei. Habe ich nämlich keinen Bock drauf, den ganzen Tag auf dem Motorrad oder im Klassenraum zu sitzen und dabei irgendwie an Schmerz zu denken oder zu haben. Wäre eine Katastrophe. Aber... mehr oder weniger ausschlafen. Also nicht um 6 Uhr raus, sondern erst um 8:30, 8. Das passt schon. Auf jeden Fall ein witziger Film, Shaft mit Samuel L. Jackson. Also ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ist, aber auf Englisch ist er auf jeden Fall gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die deutsche Übersetzung recht gut ist, aber der Film ist auf jeden Fall ein Tipp. Wahrscheinlich keine große Überraschung.